Wir sind hier wieder in Zimtorga. Wir haben gestern die meisten Quests noch abgeschlossen und können jetzt hier eine Hallo, Mann. Elite-Quest annehmen. Manne Die sitzt hier. Götter haben gesprochen. Bringt das unbefleckte Herz des Wächters und die stürmische Essenz des Behüters zu Hakor in Zimtorga. Später. So, und habe ich. Ich weiß nicht, ob ich den Flugpunkt habe. Habe ich den Ganz hier ruhig. oben? Nein, habe ich nicht. Also, Aha. dann müssen wir so fliegen. Oben bei Gundrak gibt es nochmal einen Flugpunkt. Aber hier können wir jetzt erstmal die andere Quest machen. Das sind Elite-Gegner mit 34.000 Leben. Ja, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich sag mal, wir haben ja auch die Elite-Gegner in Eiskrone geschafft, diese pusteligen Riesen da. Deswegen, da machen mir die hier keine Sorgen. Und da haben wir das Herz. Dann einmal darüber zum Altar von Quetzlun. Und da brauchen wir die stürmische Essenz. Ich hoffe halt bei sowas mit Elite-Gegnern, dass wirklich jeder das droppt. So, hier haben wir dann einen Altarbehüter. Ja, du mich auch. Ich sag mal, wenn es wirklich knapp werden sollte, können wir ja ohne Probleme auch in Bärengestalt wechseln. Kleine Drecksau. Es droppt nicht jeder. Und sowas bei Elite-Quests. Boah. Mein Vermieter ruft gerade an. Ich muss mal kurz pausieren. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und da sind wir wieder. Ja, mein Vermieter hat eben angerufen, weil wir hatten bei uns Glasfaser beantragt und er hatte bei der Stadt angerufen und die Stadt darf ihm keine Auskunft geben, ob wir einen Vertrag bei denen abgeschlossen haben, weil er als Vermieter muss ja eine, wie heißt, Grundstücks Begehungsgenehmigung erteilen. Dass die halt das Grundstück hier, was ihm gehört, betreten dürfen, um sich das Ganze anzuschauen. Und ja, deswegen hatte Vermieter gerade eben angerufen und nachgefragt, ob wir überhaupt irgendwas gekriegt haben. Und eine ehemalige Arbeitskollegin von meiner Frau, die arbeitet jetzt auch hier bei den Stadtwerken, von denen das Glasfaser dann kommt. Und die hatte meiner Frau schon mal gesagt, weil sie gefragt hatte, ob wir überhaupt da als Vertrag drinstehen, weil wir hatten letztens jemanden wegen den Glasfaser hier gehabt. Die wollten uns den Vertrag so gesehen, ja, andrehen will ich jetzt nicht sagen, weil wir wollen es ja haben. Fragen, ob wir Interesse an dem Vertrag haben. Und da habe ich gesagt, ja, wir hatten das schon Mitte letzten Jahres, haben wir das schon beauftragt. Ja, wir würden hier noch, also hier im Haus würde noch gar keiner für Glasfaser angemeldet sein. Und da habe ich ihr nochmal das auf der E-Mail gezeigt, die wir bekommen haben. Und da sagt sie, gut, dann muss sie das so weitergeben, weil sie hat jetzt schon eine Menge
Leute hier in der Straße. Also das sind wir haben hier eine dreistellige Hausnummer. Also das ist schon eine längere Straße und hier in der Straße werden wohl eine Menge Leute, die noch keine Bestätigung, also die überhaupt nicht im System registriert sind. Und ja, da hatte ich ihr die E-Mail nochmal gezeigt und da hat sie gesagt, okay, dann muss sie das mal so weitergeben, weil es kann irgendwo nicht sein. Bei uns soll jetzt Ende diesen, Anfang nächsten Jahres soll dann auch das Anfang mit dem Glasfaser verlegen. Und ja, es wäre halt schon blöd gewesen, weil alleine den Zugang zu legen kostet irgendwas um die 1400 Euro, wenn man nicht von dem Startpaket Gebrauch macht. Und das haben wir halt gemacht und dadurch spart halt unser Vermieter, der in dem Fall ja die Glasfaserlegungskosten übernehmen müsste, weil es ja sein Grundstück ist und sein Haus durch den Glasfaserausbau mehr wert wird, müsste er dann die Verlegung auch bezahlen. Und er hat uns das ja auch gesagt, hier Glasfaser wird hier angeboten, die anderen beiden Parteien im Haus, die wollen es nicht haben, wollen sie es denn haben? Und ich habe klipp und klar gesagt, klar, gerne. Also wir sind momentan ja bei Unity Media, also was ja jetzt Vodafone ist, oh Gott sei Dank. Was ja jetzt Vodafone ist und haben eigentlich seitdem Vodafone Unity Media übernommen hat, nur Probleme. Und deswegen habe ich gesagt, klar, wenn es das Angebot gibt, wir bezahlen dann im Jahr 60 Euro für eine 1000er Download und eine, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, will ich mal hier gucken, wo habe ich das gespeichert? Ich habe hier nämlich irgendwo einen Link gespeichert wegen Glasfaser. Wenn nicht, gebe ich es einfach bei Google ein. Hier, Glasfaser. Also, momentan, wir haben dann eine 1000er Download, also die im ersten Jahr bezahlen wir 24,90 Euro für Internet und Telefon. Wir haben dann ein 1000er Download, also 1000 Mbit pro Sekunde Download und ein 300 Mbit pro Sekunde Upload. Bombe. Und ja, im ersten Jahr 24,90 Euro und danach 59,90 Euro. Und momentan bezahlen wir bei Vodafone 79 Euro, schlag mich tot. Irgendwas in dem Dreh. So, Beschwörung bei Solheb. Hakor in Simtorga möchte, dass sie den Propheten von Akali tötet. Ist auch wieder eine Elite-Quest. Wo muss ich den jetzt killen? Da oben. Okay. Ja, und ich bin ganz ehrlich, ich habe auf Vodafone keine Lust mehr. Wir haben so viel Probleme allein im letzten Jahr gehabt und haben auch noch eine alte Horizon-Box. Und die sagen, ja, die Horizon-Box, die sie von Unity Media haben, ist nicht mehr der Standard. Wir benutzen jetzt diesen, keine Ahnung, YouTube, genau, diesen Würfel da und ja, da muss man gleich wieder einen Vertrag von 2 Jahren abschließen, darauf habe ich einfach keine Lust. Und deswegen als weg von Vodafone. Das brauche ich mir nicht geben. So, wir sollen hier einmal
den Propheten beschwören. Ich habe keine Ahnung. 117.000 Leben. Ich bring euch um. Ich bring euch um. Das kann gut sein. Aber wenn ich es vermeiden kann, werde ich es natürlich vermeiden, was natürlich im Bärengestalt etwas besser geht. Ja, ja. Kühlender Nebel. Uiuiuiui. Au. Hallo? Oh, wir kriegen Hilfe. Das ist aber schön. Das ist aber sehr nett. Darf ich auch irgendwann noch mal eingreifen? So, und dann werden wir ihn halt in Bärenform besiegen. Ich gehe mal hier rein. Ich glaube, das könnte gut für unser Leben sein. Und er ist immun gegen Betäubung. Und wir haben ihn geschafft. Sehr schön. Ist doch Bombe. Gut, dann fliegen wir jetzt einmal nach Zimtorga zurück. Geben die Quest ab. Und dann werden wir uns, glaube ich, an die letzte Quest ranmachen. Die nicht mit dem mit der Arena zu tun hat. Ich weiß halt nicht, wie lange diese Quest dauert. Eben waren es, Moment, ich guck mal gerade, 3 Minuten ungefähr. Jetzt sind wir bei 10 Minuten, sind wir bei 13. Vielleicht mache ich auch heute mal eine etwas sehr viel längere Folge. So, dann einmal hier. Und wir, das brauchen wir nicht. Das ist das teuerste, sehr schön. Noch ein Hühnchen zu rupfen. Hakor möchte, dass ihr mit Tolmar in Dubrajin sprecht. Also hier drüben. Okay. Da wollen wir ja eh hin. Ja, nochmal auf das zurückzukommen. Also meine Frau, die hatte dann ihre ehemalige Arbeitskollegin gefragt und die jetzt bei den Stadtwerken hier arbeitet und die hat gesagt, also die hat mal in die Verträge reingeguckt, unser Vertrag besteht, also und das wird wahrscheinlich Ende 2023, Anfang 2024, dass der Glasfaseranschluss gelegt wird. Ja, und der Vermieter, der will halt diese Zugangsberechtigung haben, dass er die ausfüllen kann, dass er so gesehen den Zugang gewähren kann. So, dann einmal das hier. Galdara muss bezahlen. Tolmar in Dubrajin möchte, dass er Galdara in Gundrak erschlagt. Also das ist Inni-Quest.
hier drüben. Wie geht's denn so, Mann? Nur mal nachsehen. Für die Nachwelt. Chronistin Bakini in Dubracin möchte, dass sie nach Gundrak geht und 6 Geschichtstafeln der Drakari sammelt. Ist auch Elite-Quest, also Inni-Quest. Einzelstück. Chronistin Bakini möchte, dass sie nach Gundrak geht und ein Fragment des Kolosses der Drakari beschafft. Ist auch Inni-Quest. Dann haben wir jetzt hier noch eine. Eier für Dubracin. Havanna in Dubracin möchte, dass sie 12 Raptor-Eier von Gundrak sammelt. Okay, die können wir jetzt schnell machen. Habe ich da noch was? Da glitzert was. Also die Quest machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Dann gucken wir, ob da noch eine Folgequest kommt. 12 Eier sind schnell gesammelt. Wenn wir dann welche finden, wohlgemerkt. Hier ist keins mehr. Hier vorne, da ist eins. Ja, und unsere Nachbarn unten drunter, ich weiß nicht, die haben irgendwie gar nichts groß mit Technik. Das war damals schon, wie Unity Media hier gesagt hat, hier wir bieten bei euch eine 500.000er Leitung an, wo bei uns vorher nur eine 6.000er Leitung zu bekommen war. Da haben die gesagt, ah, sowas brauchen wir nicht. Ja, ich weiß nicht. Also alles, was bei mir hier das Internet schneller macht, ist gut. Und ich sag mal, wir sparen ja da sogar noch Geld bei. Und ganz ehrlich, Fernsehen über Vodafone ist in letzter Zeit auch die reinste Qual. Das nicht. Da ist nix. Da ist noch eins. Ja, die HD-Sender funktionieren teilweise gar nicht mehr. Und die SD-Sender, teilweise sehr schlimme Qualität. Die Tonqualität, also es gibt öfters mal Knacken und dass der Ton komplett ausfällt. Und dann haben wir auch das Problem, dass es immer wieder Bildprobleme gibt. Kommt und holt den Voodoo. So, und das war die letzte Quest, die wir hier in Suldrak haben. Dann kommt nur noch, weil ich glaube, das hier zählt zu Gundrak und nicht mehr zu Suldrak. Deswegen, da kommen dann jetzt nur noch die Arena-Quests in Frage. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch 2 Folgen hier mit den Quests haben. Ich will gerade mal schauen, haben wir noch irgendwo Quests übrig? Hier haben wir Rettungsaktion, das ist für feste Traktaron. Hier haben wir auch noch für feste Traktaron. Hier haben wir die Arena-Quest. Hier unten haben wir gar keine normale Quest mehr. Hier haben wir Chromi. Okay, hier haben wir auch noch Inni-Quests. Hier drüben haben wir, glaube ich, auch noch Inni-Quests. Dann für Oculus. Hier haben wir keine mehr. Hier sind unsere anderen. Hier könnten wir jetzt noch für die anderen Fraktionen beim Argentum-Turnier uns freischalten. Hier ist für Hallen des Steins. Und hier können wir noch die Quest für was war das? Diametral.
Das war Hallen der Blitze. Okay. Ja, also Inis werden wir auf jeden Fall noch machen. Ich werde auch offscreen dann noch alle Inni-Quests nach und nach annehmen. Und ich würde sagen, morgen, also für morgen die Folge, werde ich mal schauen, dass ich eine Gruppe zusammenbekomme mit Gildenmitgliedern, dass wir hier in Eiskrone die ganzen Quests noch machen und hier in Suldrak. Dann haben wir auf jeden Fall diese beiden Erfolge. Und ja, dann mal gucken, dass wir dann nach und nach jede einzelne Inni noch machen. Alles klar, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.